setzen uns daher und plaudern ein bisschen, ne? Ja, perfekt. Kann man kommen. Was für ein Panorama. Einen wunderschönen Tag. Super. Ja. Wir sind am Berg in Bad Hofgastein im Rahmen unserer EU-Zukunftsgespräche mit den EU-Abgeordneten. Haben wir heute Andreas Schieder hier getroffen. Servus, Andi. Hallo, servus, Paul. Andi, wenn man dich sucht, dann findet man dich in Wien, in Brüssel oder in Straßburg. Oder am Wochenende findet man dich am Berg, oder? Ja, am liebsten finde ich mich am Berg. Warum am Berg und warum gerade hier? Weil ich bin Präsident der österreichischen Naturfreunde, also ein alpiner Verein Österreichs, und wir haben hier ein funkelnagelneues Haus installiert. Das ist unser Bildungszentrum für Schneesport, ein Kompetenzzentrum, und das haben wir jetzt frisch eröffnet und daher bin ich hier. Und inwieweit kannst du deine Tätigkeit auf den Bergen bei den Naturfreunden kombinieren mit deiner europäischen Berufung sozusagen? Habe ich mich ursprünglich auch lang gefragt und bin draufgekommen, es gibt viel mehr Überschneidungen, als man ursprünglich glaubt. Also wenn man nur zum Beispiel denkt, gerade die aktuelle Diskussion in Europa, soll es einen Revival von Atomenergie geben, was zum Beispiel der französische Präsident angesprochen hat. Und wir Naturfreunde sind, wie viele in Österreich, natürlich gegen Atomkraft. Das ist für uns weder sicher noch ökologisch. Wenn es geht um den Schutz der Alpen, um die europäische Waldstrategie, um den Schutz des Wassers, dann sind das alles Themen, die auch in der Arbeit eines alpinen Vereins wie der Naturfreunde eine große Rolle spielen. Und diese Themen kannst du auch in deiner Tätigkeit im Europäischen Parlament einbringen? Ich glaube, diese Erfahrung, dass man nämlich selber durch seine Bergtouren gesehen hat, wie der Gletscher wegschmilzt. Diese Erfahrungen einzubringen in die politische Arbeit ist ganz wichtig, denn Brüssel soll ja nichts Abgehobenes, Fernes sein, sondern soll den Alltag aus Österreich ja auch in der europäischen Politik abbilden. Apropos europäische Politik, du bist seit deiner Jugend international aktiv und bist jetzt seit 2019 Delegationsleiter der SPÖ-Delegation im EU-Parlament. Internationale Politik, Außenpolitik ist ein Steckenpferd von dir, und wir leben ja jetzt gerade in weltpolitisch ziemlich turbulenten Zeiten. Wie siehst du da Europa positioniert? Ich denke mal, Europa ist gerade in einer schwierigen Situation. Wenn wir denken an den jüngsten Konflikt Russland-Ukraine, dann ist das eine Auseinandersetzung, wo Europa, viele europäische Bürger auch Angst haben, ihre Sicherheitsfrage beantwortet sehen wollen. Und gleichzeitig, ich zum Beispiel ganz stark der Meinung bin, Europas Rolle muss eine sein des Vermittelns, des Ausgleichens, des Kalmieren, damit es eben nicht zu einem kriegerischen Konflikt wird. Und das zweite Thema in dem Zusammenhang aus meiner Sicht ist der Balkan. Wir müssen hier schauen, dass der Balkan schneller an Europa herangeführt wird. Das heißt, wirtschaftliche Chancen, soziale Chancen für die Menschen, aber auch solche Dinge wie eine funktionierende Justiz in den Staaten aufzubauen. Da kann Europa eine zentrale Rolle spielen. Zu dem ersten Teil, den du angesprochen hast, in Sachen EU-Russland-Beziehungen, reicht es da, wenn Europa kalmiert? Oder ist es nicht auch wichtig, hier Druck aufzubauen und zu zeigen, Europa spricht mit einer Stimme, aber wir können nicht nur reden, sondern wir können auch handeln? Es braucht beides. Also ich glaube, es braucht offene Gesprächskanäle nach Russland und es braucht eine klare Sprache von Europa. Das heißt Linien, wo man sagt, bis hier und nicht weiter. Rote Linien quasi. Rote Linien, Sanktionen, wenn die überschritten werden, gegen einzelne Personen, gegen Handlanger des Regimes. Wir dürfen nicht zuschauen, wenn Menschenrechte verletzt werden, wie der Fall Nawalny zum Beispiel, der ja gerade auch 2021 vom Europäischen Parlament mit dem Sacharow-Preis, dem größten europäischen Menschenrechtspreis, ausgezeichnet worden ist. Aber auch zum Beispiel, dass natürlich Russland dieses Diktatorenregime in Weißrussland unterstützt. Das geht gar nicht. Und da müssen wir scharf und ganz eindeutig auch mit Sanktionen agieren. Aber gleichzeitig muss die Diplomatie ja auch ein Stück weit mehr in die Gänge kommen. Russland spielt ja eine Rolle und versucht Einfluss zu nehmen auf die gemeinsame Nachbarschaft, die wir haben, von Weißrussland bis Ukraine. Einige EU-Mitgliedstaaten sind ganz direkt davon betroffen, aber natürlich, Russland nimmt auch Einfluss in der Region des westlichen Balkans. Und du bist ja auch Berichterstatter für Nordmazedonien. Wenn man sich den Erweiterungsprozess ansieht, ist hier Europa schnell genug? Beziehungsweise was kann Europa tun, um hier sein Gewicht in dieser Region zu erhöhen? Erste Frage, Europa ist viel zu langsam und zu schwerfällig. Und immer wieder gibt es einzelne
Blockierer, ich hätte fast gesagt, aus idiotischem, nationalistischem Interesse heraus blockierende, wie zum Beispiel jetzt gerade Bulgarien, dass das grüne Licht für den Start der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien blockiert, weil sie da irgendwelche Fragen in Wahrheit aus der bulgarischen Innenpolitik sich stellen. Und so gibt es viele Beispiele, wo ich das Gefühl habe, da müssen wir wirklich schneller werden. Und wenn wir ernst genommen werden wollen in der Region, wenn wir die Hoffnung der Leute, die setzen große Hoffnung auf Europa, auch endlich positiv beantworten, dann muss da mehr weitergehen. Zweites Beispiel, die Menschen im Kosovo wünschen sich schon längst eine Visaliberalisierung, so wie alle anderen Bewohner des Balkans. Und hier wird auch von einzelnen EU-Mitgliedstaaten immer wieder blockiert. Das Europaparlament ist hier allerdings Druckmacher und das muss es auch weiter sein. Also die Erweiterung ist die eine Seite, eine europäische Perspektive für die Länder des Westbalkans. Aber auf der anderen Seite muss ja auch die Europäische Union fähig sein, neue Länder aufzunehmen. Das heißt, der interne Reformprozess muss vertieft und weit schneller funktionieren, als er jetzt tatsächlich läuft. Was kann man da machen, damit hier ein Gleichgewicht stattfindet, um den Ländern tatsächlich eine realistische Perspektive bieten zu können? Bevor ich deine Frage beantworte, glaube ich, braucht sich niemand Angst machen, dass diese Erweiterungsschritte morgen passieren, überschnell. Die dauern sehr, sehr lange und die muss man auch sehr Gewissenheit abwickeln. Aber es stimmt natürlich, was du sagst, die EU ist alles andere als erweiterungsfähig. Sie ist ja jetzt schon nicht in der Lage, oft schnelle Entscheidungen zu treffen. Bei Corona ist es jetzt halbwegs gelungen, aber denken wir jetzt an Omikron und alle diese Fragen, Impfpflicht in einigen europäischen Ländern. Gibt es hier ein gemeinsames Vorgehen, gemeinsame Standards? Nein, da wird die Enttäuschung groß. Und das liegt natürlich daran, dass schwerfällig Einzelinteressen immer wieder eine Rolle spielen. Und daher, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben jetzt schon 27 Regierungschefs, wo immer wieder jeder mit irgendwelchen einzelnen egoistischen Gedanken oft zum Gipfel fährt. Und wenn da jetzt noch 3, 4, 5, 6 dazukommen, dann wird es noch schwieriger. Das heißt, der Weg muss auch sein, dass Europa viel weiter geht zu einer Stärkung des Parlaments und eigentlich eine Etablierung einer europäischen Demokratie, die weg vom Einstimmigkeits- hin zum Mehrheitsprinzip wechselt. Die neue deutsche Ampelregierung in Berlin fordert ja auch eine Stärkung des Europäischen Parlaments. Sie hat das in ihrem Koalitionsabkommen festgeschrieben. Und auf der anderen Seite, französischer EU-Ratsvorsitz, wo die Ambitionen besonders hoch sind und wo auch im Mai nächstes Jahr die Konferenz zur Zukunft Europas eigentlich finalisiert werden sollte, wenn alles nach Plan läuft. Erwartest du hier Fortschritte? Ich erwarte von der deutschen Ampelkoalition, und man darf nicht vergessen, es ist ja, Ampel heißt Sozialdemokraten, Liberale und Grüne in Deutschland haben sich gemeinsam ausgemacht, viel stärker in Europa sich einzubringen, Europa aber auch schneller zu machen, weg von der Einstimmigkeit zu gehen. Das heißt, die europäische Ebene zu stärken, und wenn das größte Mitgliedsland quasi fordert oder einbringt in die europäische Diskussion, dann wird das auch positive Auswirkungen haben. Aber gleichzeitig, die Konferenz zur Zukunft Europa ist natürlich, die ist ganz mit hohen Erwartungen gestartet. Was könnten da 2, 3 konkrete Ergebnisse sein aus deiner Sicht? Was sollten die Ergebnisse sein? Was ich mir wünsche, ist weg von dem Einstimmigkeitsprinzip, vor allem in der Außenpolitik, aber auch zum Beispiel in der Finanzpolitik, Europa dort zu stärken, wo wir spüren, dass eigentlich die einzelnen Nationalstaaten nichts mehr ausrichten können. Jüngstes Beispiel war die Regulierung der Digital-Megakonzerne. Wir kennen sie alle, Facebook, Amazon, bla bla bla, wie sie alle heißen. Da braucht es klare Regeln und das kann nur Europa. Und da muss Europa auch stärker werden. Also ich sage auch oft, Europa muss für das, wo wir oft Europa die Schuld geben, auch endlich verantwortlich werden können, weil dann kann man auch die Lösungen liefern, die sich die Menschen zurecht erwarten. Und das wäre ein Ergebnis von dieser Konferenz zur Zukunft Europas. Plus natürlich, wie kann das sein, eine Stärkung des Europäischen Parlaments, weil dort ist man jetzt schon geübt, dass man einerseits auf Mehrheitsbasis entscheidet, aber gleichzeitig auch breite Kompromisse schließt, sodass schon noch was Gemeinsames nach vorne geht. Andi, vielen Dank für das Gespräch und jetzt gehen wir noch ein bisschen Skifahren. Ja, das wäre gescheit. Super. So herrliche Berge. Jetzt, auf geht's.